Hey ho, wir sind wieder zurück. Aachen Karrieremodus. Kurze Zusammenfassung, wo wir gerade sind. Wir sind am Ende der zweiten Saison und kämpfen tatsächlich noch um den Relegationsplatz, also Platz Nummer 3 in der zweiten Bundesliga. Viele Spiele sind nicht mehr zu gehen, es sind noch 3 an der Zahl. Hannover hat auch schon gespielt, Schalke aber noch nicht, wir auch noch nicht und wir spielen auch noch gegen Schalke. Dementsprechend wird diese Folge jetzt dahin führen, dass wir hoffentlich noch den Relegationsplatz packen und dann maybe nächste Folge dann die Relegation fertig machen. Wir gucken mal. Wenn nicht, ist aber auch nicht so schlimm. Ich würde jetzt sagen, von den verbleibenden 4 Spielen spielen wir einfach 3 und gucken, dass wir das Spiel nicht spielen, was gegen den am schlechtest dastehendsten Gegner ist. Also wir haben erstmal St. Pauli, die sind auf der 7. Dann haben wir Elversberg, die sind auf der 8. Wir haben Schalke, die sind auf der 2 und Fürth, die sind auf der 12. Ich würde trotzdem sagen, wir simulieren Pauli und spielen einfach die letzten 3. 4 Spiele will ich eigentlich nicht spielen. Panthea ist hier rot gesperrt. Iran Kunda auf die 77 hoch. Mansambi ist auch rot gesperrt. Wir können gerade so das hier überhaupt bedienen mit den Auswechselspielen, weil Mörschert ja auch noch verletzt ist in unseren 2 roten Karten. Wir lassen ansonsten nochmal Jeho spielen, statt Kjell Wetjen, Iran Kunda zusammen mit Justin Diehl vorne. Heide nicht im Tor, sondern Jonen im Tor, aber Heide ist in guter Form. Ne, wir machen Jonen rein. Und links oder rechts Harry Mass. Wir machen links Harry Mass hin. Das kann er nämlich, glaube ich, auch. Sieht ganz gut aus. 11 steht. Rein geht's in die Simulation. Haben wir Pauli weg oder nicht? Wir lassen es spannend. Heulund und Deal treffen. Eggesteiner auf der anderen Seite. Das sieht sehr gut aus. Schalke nur 1-1 gegen Fürth. Schalke lässt Punkte liegen. Wir sind trotzdem immer noch Vierte. Anton Heinz möchte wahrscheinlich wieder spielen. Gibt mir nochmal eine Nachricht mit. Und dann geht's gegen Elversberg. Wie gesagt, wir spielen jetzt aber die 3 Spiele am Stück selber. Ich weiß gar nicht, wo kann ich jetzt nochmal hier. Danke fürs Zuhören, Anton. Kein Problem. Du musst nicht immer spielen, aber er ist viel glücklicher. Das sehe ich sehr, sehr gerne. Wir gehen direkt... Oh, jetzt hätte ich fast beendet. Das wollte ich nicht. Wir gehen direkt rein gegen Elversberg. Da sind dann auf jeden Fall unsere Boys wieder am Start. Wir machen Heulund und Mansambi. Wir machen Amass auf links. Itta hat die 71. Stark Heo-Jul langsam so ein bisschen stehen geblieben. Gut, der ist auch schon 25. Trotzdem, das ist, glaube ich, auch einer, der wahrscheinlich eher weniger verkauft wird. Dann nehmen wir nochmal Bulut rein. Ja, statt mit diesem Links, ne? Das tut mir wirklich, wirklich im Herzen weh. Hanse Aronen und Iran Kunda. Ne, wir machen Deal und Biawek mal vorne. Groß-Klein-Kombination. Und gehen dann so Auriat auch sich nochmal verdient von Anfang an zu spielen. Gehen wir so rein. Auf geht's, ab geht's gegen Elversberg. Okay, wir spielen auswärts. Da ist mal direkt der Fehler im Elversberger Aufbauspiel. Aber können wir leider nichts draus machen. Es ist wieder taghell. Sonne ballert. Wir ballern hoffentlich auch Elversberg ein paar Dinger hinten rein. Es wird schwierig, ne? Wir sind halt nicht in der besten Position tatsächlich, weil die Teams vor uns beide aktuell noch mehr Punkte haben als wir. Und das war sehr, sehr knapp. Elan Bulut gewinnt. Nicht das Kopfballduell gegen einen sehr viel kleineren Gegner. Talon musste besser machen. Es kommt halt viel auf das Schalke-Spiel an, ne? Wenn wir das verlieren, dann können wir, glaube ich, der Relegation gute Nacht sagen. Sollten wir das gewinnen... Dann sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja, wir müssen noch auf Hannover dann achten. Aber jetzt erstmal hier gegen Elversberg die Hausaufgaben machen. Das ist natürlich auch wichtig. Schön. Aber den Ball müssen wir eigentlich haben. Ah, der geht leider ins Aus. Schade. Ein Foul gegen Biawek. Der bleibt aber dran. Ich habe auch ja gelernt, dass es eigentlich Heulun heißt und nicht Heulund. Wenn man das D nicht spricht im Dänischen. Mess. In der Mitte ist Biawek. Bartosz Biawek geht ins Kopfballduell. Aber Di Gennaro sammelt ihn auf. Die haben nicht mehr Christoph im Tor. Haben die den wohl im Winter dann verkauft. Interessanter Abschlag. Die haben halt echt eine sehr defensiv starke Doppelacht, finde ich. Wenn wir mit Heulund und Mansambi dort spielen. Antea, guter Einsatz. Das ist ein super Ball. Justin Deal nimmt den an. Justin Deal, die Volleys. Es sind wirklich die Volleys. Justin, Junge. Der Ball. Justin Deal. Oh, ich weiß nicht, das war nicht gut. Ich wollte den Trick vorher machen, dann hat er Kreis quasi gedrückt. Ist nochmal eine gelbe für Mansambi, der bald schon wieder gesperrt sein wird, wenn es so weitergeht. Und dann habe ich irgendwie das nicht mehr gecancelt bekommen, leider. Elversberg, schöner Ball in die Spitze, gut nochmal rumgedreht. Alter, ist das ein gutes Dribbling, aber Heide ist da. Mansambi kriegt, wie gesagt, die gelbe. Gut gehalten von Konstantin. Ja. Ist das überhaupt Konstantin? Das ist doch Jon, oder? Konstantin die roten Haare verloren? Dann habe ich nicht mehr ausgewechselt. Ja, der nächste Kopfball. Oh no. Shahin. Oh,
Heunund ist da. Und es ist Jon. Jon steht zwischen den Pfosten. Sie haben nicht gewechselt. Ist aber nicht schlimm. Jon ist auch gut. Sogar besser als Konstantin, halt, was das Rating angeht. MS bleibt stabil. Und bekommt den Ball wieder. Harry MS. Schöne Bewegung. Jawek, du kannst ruhig laufen, ne? Ich weiß, du bist nicht der Allerschnellste. Aber versuchen ist erlaubt. Eversbeck auf jeden Fall ein guter Gegner bis jetzt. Also die machen viel auch nach vorne. Versuchen sich da irgendwie immer durchzutricksen, bloß keinen Elfmeter verursachen. Das wäre Katastrophe. Wir sind da. Gut abgelaufen. Schön im Verbund. Und das ist dann wahrscheinlich auch der Halbzeitpfiff. 0-0 ist tatsächlich für uns zu wenig. Wir müssen jeden Punkt mitnehmen, den wir mitnehmen können. Und das wären halt zwei, die wir liegen lassen. Dementsprechend, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Gut, dass wir den Ball behalten haben. Ist das zu wenig und wir müssen es in der zweiten Halbzeit ein bisschen steigern. Wieder das Duell Bulut gegen Gerezieger. Er wäre gerne Gerezieger in diesem Duell. Nein, das ist nicht gut. Eoyul, kein Elfmeter. Okay, Schnellbacher wieder raus. Ah, die rochieren hier um den Strafraum rum. Was ist das hier für ein Dribbling, ne? Gute Grätsche. Jetzt vielleicht. Die Möglichkeit. Der Ball auf Białek, aber in seinen Rücken. Weiß nicht, wie er den irgendwie verwerten soll. Wansambi dazwischen. Biel. Białek. Ihm fehlt halt das Tempo, um da die Zweikämpfe zu gewinnen. Und Thea hat das. Und außerdem gibt es da den Misstep vom Gegner. Białek fängt den ab. Mal Teampressing an. Auch und sowieso eigentlich. Wir haben gar keine zweite Taktik, falls wir irgendwie mal zurücklegen. Oh, das ist ein super Ball. Genau im richtigen Moment. Aber Jon ist da. Da mit einem langen Ball. Aber der geht in die Wolken, ja. Ich traue mich noch nicht so oft, so irgendwie lange Bälle in die Spitze zu probieren. Also außer halt Viereck und einfach gerade durch. Wenn da Max Mörsch oder Białek stehen. Also diese Seitenverlagerung mit L1 Dreieck oder so. Da sind unsere Spieler, glaube ich, leider einfach noch nicht gut genug für. Und gleich mal den einen oder anderen Wechsel anbringen. Mansambi holt sich nochmal den Ball. Der bleibt auch drin. Da sollte er nicht hin. Der sollte zu Justin Deal. Unsere Doppel-8 hat beide gelb. Haben beide gelb. Die Taktik umstellen. Deswegen habe ich nicht aufgepasst. Da ist Itza. Und Jonen. Langer Ball. Oh, in die Spitze. Deal nimmt den sich runter. Justin Deal. Ah. Schade. Das wäre das 1-0 gewesen. Wir bringen mal Wätzchen. Mal auf 3-4-1-2 Pressing. Wir stehen aber gut. Die laufen da gegenseitig ineinander. Und da ist Elan Bulut. Mit einem Katastrophenball irgendwo ins Nirvana. Jawek nochmal dazwischen. Das ist zu wenig. Wir hätten da nochmal wechseln können. Jetzt habe ich es verpasst. Jawek auf jeden Fall raus. Iran Kunda rein. Hanse Adonen und Heinz. Ansonsten nochmal Io für Mansambi. Na Ball. Jawek. Dazwischen. Jawek. Bartosz Białek muss von hier abschließen. Sonst wäre er geclosed worden. Auf Jungs, mit allem Mann. Ah, das ist ein Foul. Das ist leider wirklich ein Foul. Es wird 0-0 ausgehen am Ende und ich weiß nicht, ob das dann noch reicht für uns in Richtung Relegation zu gehen. Das ist in Ordnung. Ich glaube, es gibt keine Chance hier mehr, auch wenn wir das jetzt hier gewinnen. Ja. Schiri pfeift das Ganze ab. Vielleicht hätten wir Iran Kunda früher bringen sollen. Vielleicht war das ein kleiner Fehler von mir, aber es ist okay. Es ist in Ordnung. Am Ende ist es eine 0 gegen Elversberg. Und dann haben wir auch das prestigeträchtige Spiel gegen den FC Schalke 04. Ich glaube, Mörstedt ist wirklich erst wieder ready in der nächsten Saison. Kann man sich das eigentlich irgendwo angucken, wie lange Leute verletzt sind? Max Mörstedt, gebrochener Zeh, wieder 100% fit in 2 Wochen. Vielleicht kriegt er das letzte Spiel noch mit. Obwohl, eine Relegation kriegt er wieder mit bestimmt, wenn wir in die Relegation dann kommen. Aber das wird, glaube ich, schwierig sein. Egal, wir gehen rein gegen Schalke. Leihe von Iran Kunda endet demnächst. Ich weiß. Wir haben gerade kein Geld dafür. Wahrscheinlich nächste Saison. Je nachdem, wie die Kommentare ausfallen. Werden wir ihn holen oder eben nicht. Gegen Schalke 04 machen wir Iran Kunda vorne rein. Zusammen mit Justin Deal. Das ist ein wichtiges Spiel. Oliveira, finde ich, hat es in den wichtigen Spielen immer gut gemacht. Ich bin irgendwie nicht so Fan von Kerim aktuell. Wir probieren mal Oliveira. Und dann machen wir noch... Machen wir nochmal MS rein. Nee, wir bleiben bei Panthea. Wir machen hier auf jeden Fall... Barca zu Kanda hin, der gefällt mir in-game auch sehr, sehr gut. Und auf rechts lassen wir mal Itta drin. Vorne Hanse Adoinen, Mansambi spielt und Heulun spielt. Das ist die meine Doppel-8. Auf geht's. Okidoki. Iran Kunda vorne zu sehen, erfüllt mich mit Freude. Wir wollten natürlich auch unsere anderen Leute pushen. Wir gehen rein gegen Schalke. Und das ist das Spiel, wo wir eventuell nochmal rankommen. Ich habe jetzt die Tabellenkonstellation vor dem Spiel gar nicht komplett auf dem Schirm. Ich weiß nur, dass wir auf jeden Fall
zwei Punkte rangekommen sind an Schalke, weil die unentschieden gegen Fürth gespielt haben letzten Spieltag. Und diesen Spieltag, vorletzten. Und da ist das 0-1. Ich sollte mich mehr konzentrieren und weniger labern. Ja, Kenan Karaman, wirklich, ne? Kenan, ne, das macht das gerne wann anders. Oh, Iran Kunda, 1-1. Was denn die, schön gemacht. Mit dem ist halt so geil anzulaufen, mit Iran Kunda vorne, ne, der ist so schnell. Laufen einfach durch. Wieder Iran Kunda. Der Ball ist schon gefährlich. Komm, Eoyul, den hast du. Super dich nach vorn gedrängt. Hansa Aronen. Nochmal hinten rum. Ja, 1 Dribbling. Hansa Aronen, der ist geblockt. Holt er sich den noch? Mörken ist auch schnell. Aber Aronen hält den drin. In der Mitte. Keeper. Auch ein interessanter Abwurf. Also die spielen sich wirklich hier wieder um Kopf und Kragen. In so einem Spiel, Schalke, das geht einfach nicht. Makatu Kanda ist da. Löst es schlau. Schön gemacht. Das ist eine gelbe Karte. Wir lassen den Vorteil mal auslaufen. Diadjei über links. Karaman deckt den inneren Messi. Aber es geht dann halt immer wieder zurück, ne? Wir wollen, wie gesagt, wieder lieber den Ballbesitz keepen. Mann, Sambi. Nächste Gelbe. Der ist wirklich auf Dominik Kors Spuren unterwegs, ne? Oft wie der Mann jetzt schon gelb gesehen hat. Mörkin, Karaman. Achso, die machen wieder den hier. Guter Block. Ja, den haben wir nicht. Zugriff, Jungs. Nein, das ist kein Abseits. Sylla! Ja, ich habe ihn umgegrätscht. Ah, dass das noch zählt, ey. Ich bin danach in ihn reingerutscht mit Itter. Ja, wieder Jonen im Tor. Das ist nicht gut. Heide ist der Elberkiller, Jonen nicht. 2-1. Heike wieder vorne. Jetzt wird es nur noch schwieriger für uns. Wir müssen halt auch am besten gewinnen, ne? Weil wir müssen ja den Punktrückstand aufholen. Vor der Pause der Anschluss wäre goaded. Das ist eine gute Grätsche von Bakatu Kanda. Den habe ich vielleicht. Aber der ist zu feste, oder? Ah, schade. Letzte Minuten laufen vor der Pause. Hansa Aronen auch mit Gabe schon bedacht. Wir gehen mit Rückstand in die Halbzeit. Das ist nicht ideal. Also wir haben uns das eigentlich anders gewünscht. Ja, Mann, per Elfmeter, ne? Hätten wir da wirklich Jon gehabt, der ist so ein Killer eigentlich. Jon, sag ich, Heide. Egal, wir kämpfen weiter. Wir haben immer noch die gesamte zweite Halbzeit. Mann, Kunda. Schön. Hier wird gelegt. Den Foul, ne? Kriegt das Foul aber noch. Ansambi. Itter. Warum nicht Itter? Müsste die Ecke geben. Gib die Ecke. Kann auch eine Waffe sein. Hey, Ojul, du hast uns oft gerettet. Bist du wieder da? Er ist da. Da ist Bakatu Kanda. Da ist Itter. Schlechter Ball raus. Und der Ball im richtigen Moment. Aber schwer, also die Schalker Defensivmannschaft macht das auch sehr, sehr gut. Inan Karaman. Akatu Kanda. Akat nochmal. Ballhim Akatu Kanda. Schöner Ball. Den kriegt er, glaube ich, da nicht angenommen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt was drücken soll. Wieder ist Mansambi da. Schön. Gerade so eine kleine Sequenz, so wie so was wie so leichtes Powerplay entwickeln. Heulund. Der 1 Dribbling. Hansa Aronen. Aber guck mal, wie eng die stehen, das ist wirklich wild. Aber das war jetzt mal gut. Oliveira. Oh, kommt vorbei. Oliveira kommt vorbei. Da wartet. Oh, lass dich fallen, Iran Kunda. Lass dich einfach fallen, dann ist es Elfmeter. Schön gespielt. Just a deal. Aber ah, ich hoffe dann immer bei so grünem Timing, dass der Keeper den halt einfach zur Ecke klärt, aber Gehren hält ihn halt einfach fest. Wechseln auch gleich mal bei der nächsten Unterbrechung. Gehen, glaube ich, auch schon mal auf Pressing. Und 3-4-1-2. Schön. Haben wir den noch? Den halten wir drin. Hansa Aronen. Da ein bisschen Platz. Hinten ist super viel Platz. Der Ball kommt auch noch an. Aber nicht ganz so, wie ich mir das erhofft hatte. Das ist mal ein Zambi, der ihn sofort verliert. Und Sambi vor allen Dingen Ausdauerproblem mittlerweile. Den müssen wir auf jeden Fall gleich runternehmen.
Aber dafür müssen wir erstmal eine Zeit finden, ne? Jetzt wird sich hier wieder rumgespielt. Schalke über Antwi Ajay gegen Baka Zukanda. Jul muss raus. Und Iran Kunda kommt nochmal weg. In der Mitte ist viel Platz. Da ist Justin Deal. Justin Deal. Nimm ihn doch in Ruhe an, Justin. Du hast alle Zeit der Welt. Ich habe extra noch gewartet, bis ich Kreis gerückt habe. Boah, das ist schwierig. Das ist wirklich eine absolute Frechheit, wie man hier spielt, ne? Wenn den erwischt, gibt es nochmal gelb-rot. Das läuft schon die 90. Das wird wahrscheinlich der Aufstieg gewesen sein. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Wir gucken gleich mal auf die Tabellensituation. Kann natürlich auch sein, dass... Oh, never mind. Oh, Schiedsrichter. Warum? Da unten ist jemand gelaufen. It is what it is. Wir verlieren 1-2 gegen Schalke. Wir gucken gleich mal auf die Tabelle. Die sagt tatsächlich aktuell 3. Platz, weil Hannover hinter uns ist, Leute. Schalke ist vor uns, aber Hannover ist hinter uns. Es kommt auf den letzten Spieltag an. Wenn wir das irgendwie gewinnen, dann sind wir wahrscheinlich durch. Da geht es für uns gegen Fürth. Für Hannover geht es gegen den FCK. Das heißt, die haben eigentlich das Schwerere losgezogen. Eieiei, da ist wirklich alles oder nix. Alles oder nix, Leute. Ich hab kurz vergessen, noch Aufnahme zu drücken für das Spiel hier. Das ist die Elf, mit der wir reingehen gegen Fürth. Mörstedt kann nämlich wieder spielen. Ist schon ein Rating untergegangen. Das tut mir natürlich extrem weh. Ansonsten Mansambi auf die 64 hoch. Das ist gut. Wir spielen in der Fünferkette mit Amaz, Baka Zukanda. Bulut ist mit am Start. Ja. It is what it is, Leute. Ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Seit mir dieser eine Clip abgespielt ist, nehme ich die Spiele nämlich jetzt immer einzeln auf und mache nach jedem Spiel Stopp und Speicher auch. Damit, falls mir ein Clip kaputt geht, ihr ein Spiel habt, was fehlt und nicht eine ganze Folge wie bei Folge 5 oder so. Das war wirklich nicht geil. Das soll einfach nicht mehr passieren. Deswegen diese Art und Weise der Aufnahme. Aber gerade habe ich einfach nach dem Spiel eben pausiert, dann 2 Minuten gelabert und dann gemerkt, ey, oh, der Ball ist okay. Du hast nicht auf Aufnahme gedrückt. Aber es ist in Ordnung. Wir sind in-game. Ihr habt keine Minute Gameplay verpasst. Da ist mit hinten schon rumgeflogen. Aber wir spielen gegen Fürth. Und wenn wir gewinnen, sind wir in der Relegation. Die wir dann fairerweise wahrscheinlich nicht mehr in dieser Folge machen werden. Sondern in der nächsten, weil ich in einer halben Stunde verabredet bin. Während Mansambi mit der Hacke den Ball hier blockt. Sehr, sehr nice. Oh, die sind aber auch wieder gefährlich unterwegs, ne? Fürth kommt nach vorne, über Pass, aber Bulut ist da mit dem langen Ball. Mörstedt, Körper rein, dafür haben wir ihn geholt. Guter Laufweg von Deal hinten. Interessanter Ball für den Keeper, der kann ihn auch mal reinlassen. Ui. Das war ja ganz interessant. Das wäre eins der wilderen Tore auf jeden Fall gewesen, die wir kassiert hätten. Bulut Probleme, aber kriegt den Ball noch hin. Jett lässt klatschen. Läuft dann durch. Mörstedt. Max Mörstedt zieht nach innen. Immer noch Mörstedt. Außenriss. Mörstedt. Let's go. Der Mann ist unsere Lebensversicherung. Sehr, sehr stark gemacht, Maxi. 1-0. Mit dem Außenriss. Max Mörstedt. Macht da die Relegation klar. Ich habe mich übrigens auch was hier meine Nachbarn denken. Ich habe mich das Fenster auf und gerade richtig schrien. Aber ist nicht schlimm. Fürth muss jetzt kommen und sich nicht den Ball hin und her schieben. Bulut wieder da. Wieder mit einem guten Pass. Mit einem guten Tackling. Der passt danach war Käse. Hansa Aronen kommt nicht ran. Wieder ist da Bulut. Jetzt mal lässt er sich ausdribbeln. Aber Heide ist da. Heide haben wir auch wieder zurückgebraucht. Es scheint ein relativ wildes Spiel zu werden, habe ich das Gefühl. Mörstedt. Mit der Übersicht. Also Max, ne? Wirklich. Jetzt rennt durch und macht den Kopfball rein. Flanke kommt, aber Flanke wird geblockt. Wir haben die Ecke. Wo ist Max? Da ist Max. Der Ball kommt aber zu Taylan Bulut. Knapp vorbei. Oh, wieder kommt Fürth. Das ist ein guter Ball auf Frank und da ist das 1-1. Ah, das ist nicht gut. Da habe ich nicht gut verteidigt. Da habe ich viel zu schnell die Lücke aufgemacht. Versuchen wir mal den Seitenwechsel. Der Ball kommt zu Pantea. Der kommt aber nicht dran. Junge ist halt auch so ein Biest in der Innenverteidigung. Ne? Den könnten wir auch mal auf die Liste packen, vielleicht immer als Backup. Ich glaube, der ist nämlich auch relativ fix. 30. Minute, die Ein-Mann-Mauer. Philipp Lahm gegen Ronaldo. Das kennen wir noch. Mörstedt auf Hansa Aronen. Der Konter rollt. Wieder zu Mörstedt. Der mit einer Idee in Richtung Justin Deal. Justin Deal. Wir probieren den Powershot, um es sicher zu machen. Und der macht es sicher. 1-2. Oder 2-1 vielmehr. Mörstedt Assist. Mörsch der Tor, Leute. Ich hab's euch gesagt. Sind wieder dran.
Aber endlich wieder ein Spiel mit vielen Highlights. Jule hat aufgepasst. Oh, schön gespielt. Hier ein bisschen Probleme, aber Budut hat aufgepasst. Er hat den Ball aber in die Füße von Banse. Julian Green. Da ist Heo Yul. Die sind halt hinten echt offen. Ja, doppelt den Pass geblockt. Wie gesagt, Leute, es ist ein bisschen wilder. Nächster Ballverlust, diesmal Mansambi. Und da kommt wieder Banse. Heo Yul, wichtiges Tackling. Ah, die Bälle in die Spitze kommen halt nicht. Ich sehe halt immer unten auf der Karte, ey, da sind die Leute frei. Deswegen will ich schnell spielen, aber das macht es halt auch einfach so hektisch. Boah, schönes Dribbling. Wieder ist Bulut da, jetzt aber. Der kommt an und der Schiri pfeift ab. Wir führen zur Pause. Es sieht gut aus, Leute. Die Relegation ist in Reichweite. Das wäre wirklich echt mehr, als wir uns erträumt haben, ne? Also, mit Abstand. Schön gespielt, der Mass. Unser Ball. Der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Langer Einwurf auf Max Mörstedt. Wo er wieder den annimmt. Aber wenn er da den Pass rausbekommt, ne? Und es kommt ja auch immer noch darauf an, wie halt Dings gespielt hat. Oh, das ist wieder ein schöner Ball. Und da ist Heide. Unser Arönen sieht den Lauf von Mörstedt. Der sieht nochmal Deal. Ja, und da habe ich rot getimt. Der Ball war aber eh geblockt gewesen. Bin nochmal gespannt, wenn es denn die Relegation wird, wonach es ja gerade aussieht. Bakatu kann da wieder überragend übrigens. Wen wir dann ziehen. Weil auch wenn wir natürlich die Relegation noch packen sollten, heißt das ja noch lange nicht schönes Ding. Mörstedt ist alleine durch. Mörstedt! Lieber war noch dran. Es heißt halt noch lange nicht, dass wir auch dann aufsteigen. Wir probieren es nochmal auf Max. Er ist da ganz alleine. Ich weiß nicht, warum der das Spiel geswitcht hat. Nochmal in die Mitte. Geklärt. Pantea gegen Green. Gewinnt er. Mansambi auch in dem Spiel noch keine gelbe Karte. Wird gleich mal Zeit für einen Wechsel. Gute Grätsche dort. Bakatu Kanda, bisschen Misstep, aber auch der macht ein Bombenspiel. Gewinnt da fast jeden Zweikampf hinten drin. Mansambi auf Außen. Gegen Green. Da kommen nochmal die Vierter. Bakatu Kanda ist diesmal ein bisschen hinten dran und der Ball ist drin. Da steht es wieder 2-2. Wir wissen natürlich auch nicht, wie es in Hannover steht. Frank mit dem Doppelpack. Kann natürlich auch sein, dass die gerade ihr Spiel verlieren oder unentschieden spielen. Dann ist das eh relativ irrelevant, was hier passiert. Und Maxi. Einmal ein Tor hast du schon gemacht. Der Ball kommt gut in Richtung Max Mörstedt. So, zweiter Versuch. Er war wieder geblockt. Es sah so aus, als hätte er einfach ins Ausgeschoben. Guter Kopfball von Max. Oh, der Ball wieder. Seht ihr das? Er wählt den einfach nicht aus. Ich weiß gar nicht warum. Also verlieren brauchen wir das Ganze hier nicht, ne? Oh nein, die Vierter kommen nochmal, aber Heo Yul ist da. Das war kein Elfmeter. Aber endlich wieder ein Spiel, wo die gegnerische Mannschaft... Oh no, schön gespielt und er ist drin. Wo die gegnerische Mannschaft viel nach vorne will. Wir bringen Oko für Heo Yul. Gehen auf komplett offensiv, weil der eine Punkt kann es ja theoretisch auch sein. Schöner Ball. Hinter die Kette. Justin Deal. Justin Deal zieht den Keeper nach rechts und macht's nach links. Wir sind wieder da. Was ein Laufweg. 78. das Gegentor, 80. gibt's dann das Tor auf eigener Seite. Was für ein absolut wildes Spiel. Oh, Bakatu Kanda. Lassen sich da auseinandernehmen von Julian Green, Mansambi. Die obligatorische gelbe Karte kommt wieder. Boah, das ist sehr schön gespielt. Was geht hier ab? Wir haben normalerweise so wenige Tore. Und auf einmal sind es Tore links und rechts. War nicht im Abseits, oder? Nee. Ich würde gerade sagen, Frank mit einem Viererpack. Lewandowski auf den Spuren von Lewandowski. Den fünften braucht er noch. Ah, nee, das war sogar in einer Halbzeit, ne? Aber Fürth kommt auch nochmal. Bakatu Kanda muss wieder hin. Ist das das Fünfte? Das ist das Fünfte. Also, fünf Tore zu kassieren. Wenigstens war es nicht Frank. Das ist alles, was ich will. Ey, immerhin, wenn Hannover verliert, sind wir trotzdem in der Relegation. Aber ich glaube, die Chancen darauf sind relativ slim. Ey, Leute, am Ende ist es so, wenn wir jetzt nicht die Relegation schaffen, dann ist es okay. Ich würde Vierter auf jeden Fall unterschreiben, wenn man mir das vor der Saison gesagt hätte. Weil ich dachte eher, wir sind so auf 11, 12, 13 so um den Dreh. Neue Liga erstmal anpassen. Wo ist überhaupt unsere Verteidigung? Ich darf nur nochmal rüberpassen. Das ist das Sechste. Aber abseits, glaube ich, ne? Knapp abseits. Deswegen, ich finde es, am Ende ist es, glaube ich, in Ordnung. Wenn Deal dann nochmal das Kopfballduell gewinnt. 5-3 gegen Fürth. Ein absolut wildes Spiel mit vielen, vielen geilen Highlights.
Aber es hat nicht sollen sein am Ende. Hannover gewinnt das Ganze gegen Lautern. Das heißt, auch der Punkt hätte uns nichts gebracht. Wir hätten gewinnen müssen. Und damit sind wir am Ende Vierter geworden. Was, wie gesagt, auf die Saison gesehen in meinen Augen ziemlich, ziemlich gut ist. Wir können uns nochmal die Tabelle anschauen. Aber Fünfter sind wir sogar geworden. Heinheim ist auch noch an uns vorbei. Aber Fünfter ist trotzdem sehr, sehr respektabel. Es war oben relativ eng, ne? Also wir hätten auch mit ein paar Punkten weniger Achter, Neunter oder so sein können. Ich bin sehr gespannt, was wir dann in der nächsten Folge für ein Budget bekommen. Da werden wir dann mal reinschauen. Wir können auch gerade nochmal ein bisschen in die Teamzentrale gucken, wer die meisten Scorer für uns gemacht hat. Börtner ist auf jeden Fall auch ein bisschen hochgegangen, sehe ich, in Richtung Kiel. Das ist ja auch gut. Am Ende ist Justin Dino der Topscorer mit 17-9, 10-2 für Mörstedt. Iran Kunda 9-6 bei 20 Einsätzen. Gut, die kamen auch erst im Winter, ne? Also Iran Kunda zumindest. Deal natürlich, den hatten wir schon vorher. Heoyul 4-1, auch nicht schlecht. Bjauek 6 Tore. Der kam nicht erst im Winter. Den haben wir, glaube ich, einfach nicht so viel eingesetzt, weil wir auch oft für andere Spielzeit freimachen wollten. Mansambi 3-1, hat viele Spiele gemacht, auch davon profitiert. Ich hoffe, der geht halt noch ein bisschen hoch, weil der echt viel Spaß macht. Heulund hat sich gut eingelebt nach seiner Leihe, die ja noch ein bisschen Bestand hat. Und ich weiß nicht, wie viel seine Kaufoption ist. Auf jeden Fall nicht genug, um sie jetzt zu aktivieren. Wir haben Zidi Sané, der zurückkehrt, der 2 Ratings hochgegangen ist. Ibrahimovic ist schon auf eine 70 fast hoch. Also die Leihe zahlt sich bis jetzt richtig aus. Ich glaube, der hat uns verlassen mit einer 65. Und das ist jetzt erst ein halbes Jahr. Ademi gar nicht hochgegangen, Rashica auch gar nicht. Bakar 2-3 hoch. Der hat zumindest ein bisschen gespielt. Ich glaube, bei Kiel ist der, ne? Ademi, wo ist der? Weiß ich gar nicht, kann das Wappen gar nicht erkennen. Harry Mass haben wir noch geliehen, der es auch ganz gut gemacht hat. Bakar Tukanda hat mir gut gefallen. Also unser Team, muss ich sagen, bin ich echt zufrieden mit nach dieser Saison. Wir gucken uns nochmal unser Team im Teammanagement an. Also wir müssen natürlich dann in der nächsten Saison mal schauen, was halt passiert im Sinne von, wer bleibt Stamm. Also ich finde, Hans Aaron hat sich auf jeden Fall einiges an Argumenten gesammelt. Wahrscheinlich wird Iran Kunda nicht mehr da sein. Das heißt, Deal und ich weiß es nicht, was wir mit Mörstedt machen. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie die Hoffnung, geht noch ein bisschen hoch. Die 65 hat er ja quasi schon. Es dauert nur noch ein bisschen, bis er die wieder hat. Heulund, Wädchen, Mansambi. In der Mitte müssen wir gucken. Çalhanoğlu, ich bin ehrlich, ich finde Harry MS hat sehr gut gemacht. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Den würde ich gerne weiterentwickeln. Pantea auf rechts auch gut. Der ist auch noch relativ jung. Und in der Mitte, ja, in der Mitte ist halt auch so die Frage, ne? Also Bakar Tukanda gefällt mir auch sehr, sehr gut. Heoyul auch. Oko eher nicht so. Vielleicht da auch ein Verkaufskandidat. Naja, schreibt mir wie gesagt auch unter diese Folge noch eure Transfervorschläge für die nächste Saison rein. Denn das ist die letzte Folge, die ich in dieser Aufnahmesession hier aufnehme. Und ich bin übrigens auch sehr dunkel. Es tut mir leid, es ist schon mal später. Und wir werden dann in der kommenden Folge schauen, was wir in Saison Nummer 3 in der zweiten Bundesliga dann hinbekommen. Mit ein bisschen mehr Budget hoffentlich, weil wir höher sind, mit noch ein paar Verkäufen mit Iran Kunda, den wir wahrscheinlich nicht ziehen werden. Und ansonsten schauen wir mal, was wir da machen. Ansonsten hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Ganz, ganz viel Liebe für die ganz vielen lieben Kommentare, die kommen. Da war wirklich nicht ein blöder Kommentar dabei. Und hab euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.